Ja, hallöle, was haben wir denn hier? Einen schicken Teleskophaubenwagen. Hallo zusammen, willkommen bei Leonthal. Später mehr zu diesem Wagen, aber jetzt gibt es erstmal ein Update zum Thema Friedhofsbau. Viel Spaß. Fette Friedhofsbaustelle hier. So, Friedhof. Angefangen habe ich mit. Erstmal ein paar Sachen zusammenstellen, woraus man irgendwie Gräber bauen könnte. Ich habe hier so einen Satz, das hatte ich schon bei dem Grab von den Untoten erwähnt. Das sind fertige Steine von, was ist das denn hier? Von Woodland Scenics. Die sind schon mal nicht schlecht, aber da stehen natürlich immer englische Sachen drauf. Hier zum Beispiel der gute Jonathan Doe. John Doe war ja irgendwie klar. Jane Doe. Smith. Na dann. Die kann man schon ganz gut verwenden. Aber ich werde hier, also habe ich schon gemacht, ich werde ein bisschen was in der Schrift verändern und so. Habe ich die Teile hier gefunden, die passen ganz wunderbar als Grabplatten. Dann ein paar Kreuze. Das ist eigentlich Lasercut für Fenster, nee, für ein Glashaus, glaube ich. Kann man wunderbar, habe ich nur kurz rausgetrennt. Zack, einmal durchschneiden, Kreuze. Noch ein Kreuz und noch ein Kreuz. Und ja. Dann habe ich als allererstes einen Schuppen gebaut. Da ist er. So, kann man auch ein bisschen reingucken. Ist einfach nur so ein Schuppen, der. Den packe ich da irgendwie bei der Kapelle hin. Da kommen dann so Gartengeräte rein und sowas. Und da ist jetzt eine Gießkanne und ein paar Säcke. Ich weiß nicht, was in den Säcken drin ist. Keine Ahnung. Habe ich da mal reingepackt. Das Dach war eigentlich vorgesehen für Dachpappe, also Schleifpapier. Aber ich habe Ziegel genommen. Und zwar sind die wieder. Genau wie der Schiefer von der Kapelle von kreativ3.de. Das ist hier nur so ein Produktmuster. Das sind einzelne, die werden einzeln aufgetragen, einzeln verlegt. Die Struktur ist grandios und es ist wirklich nicht besonders schwer. Also es ist eine zeitaufwendige Geschichte, aber ich fand es ganz schön, muss ich sagen. Weiter geht's mit Gräbern. Ich habe mich hier mal an etwas versucht. Das finde ich schon ganz schön, glaube ich. Der Zaun, das sind Messing-Ätzteile von Modellbau-Kaufhaus. Eigentlich H0. Aber für eine kleine Begrenzung von so einem Zaun ist es natürlich perfekt. Ne? Und die Details sind genial. Das hier, habe ich noch so ein paar hier. Sowas hier. Noch so ein paar. Das sind Schlüsselanhänger. Schlüsselanhänger, einfach googeln. Schlüsselanhänger, keine Ahnung, Madonna oder christlich oder irgendwie sowas. Finden sich solche Sachen. Super. Bisschen rumwühlen. Die haben nichts gekostet, irgendwie 3, 4 Euro das Stück oder so. Total geil. Perfekt für Spur 0, für die Grabgestaltung. Habe ich das hier noch geschossen? Das ist von Noch. Das ist auch H0, geht aber natürlich auch prima für 0. Das war die Originalumzäunung von Modellbau-Kaufhaus. Was haben wir noch? Noch so ein paar, auch Modellbau-Kaufhaus, vorsichtig. Ganz, ganz fein. Das ist natürlich grandios, ne? Die Details. Das ist, wie gesagt, eigentlich H0, aber das kann man ja prima, so ein Kreuz, einfach auf so einen, sagen wir mal, so einen Stein von der Größe obendrauf. Genius. Total geil. Gibt tausend Möglichkeiten. Dann habe ich noch, das ist aus dem Fantasy-Bereich, Fantasy Tabletop. Ich weiß es den Hersteller nicht mehr. Billig. Alles aus Plastik kann man so raustrennen, bearbeiten. Was hier drauf steht, kann man nicht lesen. Ist irgendein Geschreibsel. Das finde ich gar nicht schlecht. Und auch so ein paar Kreuze. Wunderbar. Ja. Jetzt machen wir mal weiter. Ah, das ist schon
Ah! Ist mir vorhin schon passiert, ne? Vorsicht! Schick, finde ich. Mittlerweile habe ich angefangen, die Gräber auch so ein bisschen zu positionieren. Das ist jetzt alles auch festgeschraubt, festgeklebt, nicht geschraubt. Schöne Abwechslung. Ringsherum dann natürlich grün, das ist ganz klar. Und dort hinten sieht man, na, ich glaube, ich mache noch mal die Kamera ein bisschen näher dran. Sekündchen, eine Sekunde bitte. Wir bitten, die kurze Unterbrechung zu entschuldigen. Und weiter geht es in der aktuellen Berichterstattung zum Thema Friedhof bauen. Vielen Dank. Hinten habe ich so kleine Gräber quasi, also für Urnengräber gebaut. Alles schön abwechslungsreich. Die Mauer übrigens stammt auch aus dem Tabletop-Bereich. Das ist fertig gegossen. Resin, glaube ich. Weiß es gar nicht genau. Farblich behandelt. Dieses wunderschöne Grab hat jetzt auch einen Platz gefunden. Dann habe ich hier noch eine Wasserstelle gebaut. Selbst gemauert. Und der Wasserhahn ist von S und D Models, glaube ich, heißen die. Ne? Da hatte ich ja mal einen ganzen Schlag bestellt im UK. Hier sind auch noch drei Gräber. Das ist alles schon fest. Hier so der Weg. Hier kommen auch noch Gräber hin. Das ist klar. Hier wohl nichts mehr, weil hier geht dann der Weg runter. Das ist dann soweit, zumindest was die Gräber angeht, fertig. Und hier nochmal kurz der Blick von der Seite. Ich habe hier, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, mit Bleistift habe ich eingezeichnet, wo Gräber noch hinkommen und wo Weg ist. Die kleine Hütte hier steht hier hinten. Übrigens habe ich im Video davor gesehen, das Dach war falsch rum drauf. Ne? Ja, also so wird das nichts mit Wasser ablaufen, ne? Herr Binder. Machen wir mal richtig rum. Vielen Dank auch. Kommt hier hin. So. Ich werde hier auf jeden Fall noch ein bisschen was Spektakuläres hinbauen, damit das untote Grab hier nicht zu sehr im Vordergrund steht. Ich denke mal eine größere Figur oder irgendwie sowas. Und ich weiß noch nicht, ob ich hier den Friedhof weitergehen lasse. Ich denke mal schon. Also keine Mauer hier hin. Und hier weiß ich noch nicht, ich denke mal, ein Tor würde mir gefallen und vielleicht eine Hecke. Mauer fände ich hier nicht so passend. Könnte man natürlich hier noch dahinter quetschen, aber das ist genau das Ding, ne? Quetschen. Müsste ich hier auch noch was machen. Ich habe noch Mauer. Mal gucken. Vielleicht mache ich hier nur eine Hecke hin. Mal sehen. Die Grabbautätigkeiten nähern sich dem Ende. Bin sehr zufrieden. Ich denke, mehr werden es nicht werden. Was mir ganz wichtig war, natürlich sollte kein Grab dem anderen gleichen. Das ist ja auch, also wer einmal auf dem Friedhof war, ich denke, das waren wir alle, die Gräber sehen halt alle verschieden aus. Das heißt, tatsächlich sind alle Grabsteine einzigartig und alle Gräber einzigartig. Und das macht's halt, denke ich mal, aus, ne? Halt die Vielfalt. Man kann sich da immer rein vertiefen. Hier zum Beispiel noch so ein paar Blumen da rein und also das hatte ich auch, glaube ich, schon erwähnt, ne? Also, ab und zu Gräber haben Blumen, andere wieder nicht. Einige sind hier mit Schotterkiesel irgendwas gefüllt. Es sind insgesamt drei Stück. Den einen sieht man nicht hier hinten. Natürlich drei verschiedene Kieselvarianten. Ne? Das ist ja klar. Also das ist so einfach, sowas zu machen. Man kann Grabsteine auch die fertigen, die ich da hatte, die kann man natürlich alle wunderbar bearbeiten, kleine Details ranmachen und bisschen was wegkratzen oder oben kürzen oder verlängern. Also die Möglichkeiten sind endlos. Und das macht natürlich Spaß. Da hat sich auch ein kleiner Kolkrabe da auf den Friedhof verändert. Klein, okay, ja, riesig. Aber die Viecher sind auch riesig, wenn man richtige Raben gesehen hat. Nicht so Krähen, sondern Raben. Viele verschiedene Grautöne bis hin zu richtigem Schwarz. Die Grautöne dann mit verschiedenen Washes dann entsprechend behandelt, sodass es alles immer Nuancen sind, dass es verschieden ist. War mir ganz wichtig. Ich habe jetzt noch vier Grabsteine übrig. Ich habe beschlossen, ich werde den Kühlschrank, den Kühlschrank,
den Friedhof. Einfach so weitergehen lassen hier. Das heißt, hier kommt auch keine Mauer hin. Das heißt, also der geht hier quasi weiter. Ein paar Grabsteine habe ich noch übrig. Die werde ich hier an die Kapelle einfach senkrecht dran machen. Das sieht man ja häufig. Ältere Grabsteine vor allem, die dann irgendwann den Platz verloren haben quasi, glaube ich, also das ist meine Theorie, werden dann natürlich nicht weggeschmissen, sondern werde ich hier einfach senkrecht hier so dran machen. Hier kommt so ein bisschen, keine Ahnung, hier ist ja der Schuppen, das ist alles noch nicht fest, weiß ich noch nicht. Also und dann, wie gesagt, ich denke mal, hier mache ich eine Hecke hin. Hier würde ich noch ein schönes Tor hinmachen, aber mal gucken. Fällt mir was. Mir fällt immer was ein. Und dann hier natürlich die Wege, die mache ich alle mit Kiesel, Schotter. Und dann geht es ans Begrünen. Und dann hat man natürlich nochmal Chancen, richtig, richtig, richtig vielfältig zu machen. Einige der Gräber sind alt, da kommt Efeu hin, andere sind gepflegt, einige sind ungepflegt. Die alten Gräber habe ich hier schon hinten mal gemacht, habe ich auch, glaube ich, schon gezeigt. Ne? Kann man noch mit grünem Farbpulver hinterher, das richtig moosgrün alt aussieht. Man kann trocken, wie den hier zum Beispiel, trocken malern. Es ist grandios. Also wenn man modellbauerisch sich austoben will, ich kann da nur einen Friedhof empfehlen. Es ist großartig. Und jetzt mache ich mich an die Wege und dann die Begrünung. Da freue ich mich sehr drauf. Genug des Friedhofsgebaues, also für heute geht natürlich weiter, ist ja irgendwie klar, ist ja noch nicht fertig. Jetzt zeige ich euch den Teleskophaubenwagen vom Spur 0 Magazin in Zusammenarbeit mit Lenz, weil er ziemlich cool ist. Den wollte ich euch einfach mal zeigen. Ja, viel Spaß. Schickes, wuchtiges Teil. Den Wagen gibt es in insgesamt 7 Variationen. Die schönste, finde ich persönlich, ist die Schweizer Variante, einfach der Farbe wegen. Aber das ist Geschmackssache, das ist offensichtlich hier Döbbe. Döbbe, Döbbe. Teleskophaubenwagen, auch besser bekannt als Shimsy Baby. Nein, das habe ich mir gerade ausgedacht. Er passt nicht so ganz eigentlich bei mir rein. Er ist einfach ein bisschen zu modern. Aber es ist ein grandioses Teil. Das ist ein Kracher. Das ist ein wuchtiger, dicker, fetter Wagen. Jawohl, so soll das sein. Schöne Detaillierung, lässt wirklich keine Wünsche offen. Die Hauben, die man ja, wer das nicht weiß, aber ich glaube, das wisst ihr natürlich alle. Ihr seid ja alle dermaßen Bahn verliebt und vernarrt und verwirrt. Genau, ich. Lassen Sie natürlich aufziehen. Das ist bei diesem Modell nicht der Fall. Das hat, wie Stefan ausgeführt hat, folgende Gründe. Zum einen wäre es viel aufwendiger geworden, damit teurer. Ganz klar. Zweitens, die Dinger im Betrieb, da war natürlich alles zu. Die sind ja nicht Cabrio gefahren, ne? Ist ja irgendwie klar. Das heißt, für eine Verlade- und Entladeszene das deswegen zu machen, da sind wir wieder beim Thema Aufwand. So, wir drehen ihn mal kurz um und gucken ihn uns von unten an. Und dann nochmal von der anderen Seite. Schön vorsichtig hier, Kameraarbeit und so weiter. Bisschen Details. Wuchtig, klasse. Ist wie üblich ausgestattet mit Lenzkupplungen. Die, denke ich, kann man problemlos rausholen und dann Schraubenkupplungen dran machen. Aber das ist halt Geschmackssache. Ne? Oh, das ist gar nicht im Bild. toll. Und das wirklich Coole ist, er ist noch erhältlich. Es gibt ihn ausschließlich beim Spur 0 Magazin. Der Verkaufspreis liegt bei 219 irgendwas. Das ist geschuldet darin, dass er einfach ein bisschen aufwendiger hier, ne? Also Bälle flach halten, das ist ein angenehmer Preis. Und nochmal ganz kurz
Detailaufnahme von der einen Seite. Und die andere Seite. Und da ich keine Lok mehr habe, die eine Lenzkupplung hat, muss die kleine Kö herhalten, um den großen, schweren Wagen mal ein bisschen durch die Gegend zu ziehen. Das war's wieder mal für heute. Ist es wirklich schon so spät und so weiter? Ich dachte erst, ich warte, bis der Friedhof komplett fertig wird. Aber ich finde, da gibt es so viel noch zu tun und auch zu berichten, finde ich. Deswegen beim nächsten Mal denke ich mal, ich baue jetzt an dem Friedhof weiter. Da sind mir noch so ein paar Sachen eingefallen, auch so mit Begrünung und all so einem Kram. Also, ja. Dazu beim nächsten Mal mehr. Vielen Dank, bis zu dem nächsten Mal. Cheerio.